Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Bewegungssensor baut. Und das ist in Minecraft 1.12 natürlich. Na, wenn ihr diese Version seht, dann wisst ihr schon, es ist Minecraft 1.12. So, Bewegungssensor geht folgendermaßen. Habe ich schon mal gezeigt, in Minecraft habe ich auch schon mal gezeigt. Es gibt gleich zwei Versionen. Einmal für 1.12 und einmal für 1.8. Denn es geht ja noch in beiden Versionen. Sagen wir erstmal für die 1.12. Also für die 1.12 müssen wir den Command Block hinzufügen. Geht damit Gift, genommen mein Command Block, ne? Kennt ihr bestimmt schon. Müssen wir den Command hier einfügen, das ist der Slash. Test vor, dann add p und dann hier ein Radius von 5 Blöcken. Oder ein Radius von 10 Blöcken oder so, keine Ahnung. Ich mache mal erstmal 10 zum Beispiel. Jetzt willst du jetzt auf Always Active klicken. So. Und dann wird hier so ein Computer dran platzieren. So. Und jetzt hier so eine Rassenspur dran legen, jetzt hier die Lampe. Dann werdet ihr feststellen, dass die Lampe an ist, sobald wir in diesem Radius sind. Und wir entfernen. Dann. Oh. Hab ich das falsch gemacht? Oder ist der Radius zu extrem? Ich muss einfach Repeat oder was drücken, oder? Ja, erstmal. Mach doch mal 5 eben. Okay, sieht das aus. Also müssen wir noch auf Repeat klicken und Always Active. Ist es, also jetzt ist die Lampe aus. Und wenn wir jetzt hier näher kommen, geht die Lampe eigentlich an, oder? Und der Controller irgendwo stellen. Ja, das hat schon gemacht. Dann muss doch auf Impuls. Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall für die 1.12, einfach mit Repeat und so und Always Active. Ich bevorzuge allerdings die Variante außer 1.8. Und zwar müsst ihr da folgendes machen, einfach den Command Block hin platzieren. Dann mach hier anschließen, so. Und jetzt eine Clock bauen. Ich wollte am Master einfach mit zwei oder zwei Repeater und dann hier einfach verbinden. Dann eine Lampe dran setzen und wir abbauen. So. Hier einfach anschließen. Geht das so. Computer dran. Nochmal hier so ein Redstone und dann einfach hier eine Lampe hin. Befindet sich jetzt der Player jetzt hier im Radius, die Lampe an, geht mal raus, geht dann auch wieder aus. So, dann lernen wir unsere Lampe wieder. Dann machen wir es mal hier Time to Day. So, wenn wir jetzt hier rangehen an die Lampe, dann geht es einfach an. Genau, ich würde sagen, wir machen ein bisschen Radius von 10. So, wenn wir ein bisschen weiter weg, so. Wenn wir uns ja ganzen Sachen lernen, dann geht das halt an. Dann kann man die Türen noch irgendwie einbauen, zum Beispiel mit Stone Bricks oder so, zwischen auch nach Haus oder so. Stone Bricks, wenn ich so machen so, jetzt so aus, sollte man dann hier näher dran oder an die Lampe kommen, dann yay, geht das Ganze an. Und ja, ist ganz nice eigentlich, dass es funktioniert so. Und ja, also mehr muss man eigentlich auch nicht machen. Ich bin vorzugehalten, die Variante aus 1.8, wie ich komme echt noch nicht so richtig klar mit den Janko, was so repeat und was man dann machen muss. Irgendwann bevorzuge ich diese alte Variante und da Redstone Clock. Und der hat auch funktioniert, ne? Und es geht ganz simpel. Und sobald man es der Maschine erklären, geht das Ganze an. Und ja. Da wärst du schon wieder gewesen von diesem kleinen Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Und tschüss.